Erde brennt wie Napalm in der Nacht. Macht eure Augen auf, habt ihr's noch nicht gerafft? Wenn wir jetzt nicht zusammenstehen, wird unsere Freiheit untergehen. Für die Elite sind wir doch nur Dreck und übermorgen weg. Die ganze Welt in Angst und Schrecken, Deutschland unter Schock, zu viel der Herde hängen immer noch an Muttis Rock, der Mainstream lenkt und Umweltthemen sind versenkt. Demokratie will Diktatur, die Politik bleibt stur. Öffnet die Augen, wacht doch endlich auf. Der Plan der Macht geht noch am Ende auf. Die Isolation ist angesagt. Da wird der Bürger nicht gefragt. Selbstbestimmung gibt es bald nicht mehr. Zu leben, das wird schwer. Denunzianten werden hochgelobt nach SED-Manier. So, also es ist nicht das, was wir schon kannten aus dem westlichen Revier und jeden Welt. Ist aktuell eine Impfung obtruiert. Erstmal heute haben. Unsere Freiheit wird im Keim erstickt. Heißt der, wenn Wahrheit zur Lüge wird? Und das ist ja schon oft passiert, dass Wahrheit irgendwann, nein, wenn Lüge zur Wahrheit wird, Entschuldigung, also das Thema, wenn Lüge zur Wahrheit wird, das ist schon oft passiert, schon sehr oft. Und es dauert dann oft, manchmal Generationen, bis die Wahrheit wieder rauskommt. Und heute geht es auch um das Corona-Ermächtigungsgesetz, das ich jetzt mal so nennen möchte, das jetzt von der Regierung noch weiter verschärft werden soll. Und dazu möchte ich einige Einblicke geben. Sehr geehrte Politiker, blicken Sie noch einmal zurück in die Geschichte. Machen Sie sich bewusst, dass es zur Aushebung der Demokratie immer Gesetze zum Schutz der Bevölkerung benötigt. Wohlgemerkt zum Schutz. Wagen wir einen gemeinsamen Blick zurück in die Vergangenheit, konkret zum 23. März 1933. Damals stellte Hitler dem Reichstag das Ermächtigungsgesetz vor und es auch zur Abstimmung. Dieses Gesetz gab der nationalsozialistischen Regierung für die Dauer von 4 Jahren das Recht, Gesetze ohne Beteiligung und ohne Zustimmung des Reichstags zu erlassen. Betroffen davon sollten auch Gesetze sein, mit denen die Verfassung geändert werden konnte. Gleichzeitig wurde durch das Ermächtigungsgesetz die Rechtssicherheit der Bürger aufgehoben. Das Gesetz erhielt im Reichstag mit den Stimmen der bürgerlichen Parteien sowie des Zentrums und gegen die Stimmung der Sozialdemokratischen Partei die erforderliche 2/3 Mehrheit. Allein der Vorsitzende der SPD-Fraktion Otto Welz legte ein mutiges Bekenntnis gegen das berüchtigte Gesetz ab. Hier einige Auszüge aus der damaligen Rede von Otto Welz. Und warum sage ich die? Weil da einiges da ist, was jetzt wieder da ist. Weil es einige Parallelitäten gibt, die einfach nicht mehr wegzuleugnen sind. Die Auszüge. Die Wahl vom 5. März haben den Regierungsparteien die Mehrheit gebracht und damit die Möglichkeit gegeben, streng nach Wortlaut und Sinn der Verfassung zu regieren. Wo die Möglichkeit besteht, besteht auch die Pflicht. Kritisieren ist heilsam und notwendig, sagte er damals. Noch niemals, seit es einen deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie es jetzt geschieht und wie es durch das neue Ermächtigungsgesetz
noch mehr geschehen soll. Eine solche Allmacht der Regierung muss sich umso schwerer auswirken, als auch die Presse jeder Bewegungsfreiheit entbehrt. Die Zustände, die heute in Deutschland herrschen, werden vielfach in krassen Farben geschildert. Wie immer in solchen Fällen fehlt es nicht an Übertreibungen, haben wir heute auch. Was meine Partei betrifft, so erkläre ich hier, wir haben weder in Paris um Intervention gebeten, noch Millionen nach Prag verschoben, noch übertreibende Nachrichten ins Ausland gebracht. Solche Übertreibungen entgegenzutreten wäre leicht, wenn im Inland eine, wohlgemerkt, Berichterstattung möglich wäre, die Wahres vom Falschen unterscheidet. Noch besser wäre es, wenn wir mit gutem Gewissen bezeugen könnten, dass die volle Rechtssicherheit für alle wiederhergestellt sei. Aber dennoch wollten wir vorerst den Reichstag ausschalten, um ihre Revolution, aber dennoch wollten sie vorerst den Reichstag ausschalten, um ihre Revolution fortzusetzen. Zerstörung vom Bestehenden ist aber keine Revolution. Das ist ein Satz, der könnte heute auch treffen. Das Volk erwartet positive Leistungen. Es erwartet auch durchgreifende Maßnahmen gegen das furchtbare Wirtschaftselend, das sich nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus in aller Welt herrscht. Das könnte man heute auf die Pandemie umbrechen und man könnte heute die Folgen, die jetzt hier beschrieben werden, auf die Morgenzeit verschieben. Wir Sozialdemokraten haben in schwerster Zeit Mitverantwortung getragen und sind dafür mit Steinen beworfen worden. Unsere Leistung für den Wiederaufbau von Staat und Wirtschaft, für die Befreiung der besetzten Gebiete werden vor der Geschichte bestehen. Wir haben gleiches Recht für alle und ein soziales Arbeitsrecht geschaffen. Wir haben geholfen, ein Land zu schaffen, in dem nicht nur Fürsten und Barone, sondern auch Männer aus der Arbeiterklasse der Weg zur Führung des Staates offen steht, sagt er. Davon können Sie nicht zurück, ohne Ihren eigenen Führer preiszugeben. Vergeblich wird der Versuch bleiben, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Wollten die Herren von der Nationalsozialistischen Partei sozialistische Taten verrichten, sie bräuchten kein Ermächtigungsgesetz. Eine erdrückende Mehrheit wäre Ihnen in diesem Haus gewiss. Anmerken von mir, das wäre auch bei vernünftigen Pandemievorschlägen ganz sicher. Dazu muss es keine Verschärfung des Gesetzes geben. Wir Sozialdemokraten wissen, dass man machtpolitische Tatsachen durch bloße Rechtsverwahrung nicht beseitigen kann. Wir sehen die machtpolitische Tatsache ihrer augenblicklichen Herrschaft. Aber auch das Rechtsbewusstsein des Volkes ist eine politische Macht und wir werden nicht aufhören, an diesem Rechtsbewusstsein zu appellieren. Die Verfassung der Weimarer Republik ist keine sozialistische Verfassung, aber wir stehen zu Grundsätzen des Rechtsstaats und zur Gleichberechtigung des sozialen Rechtes. Wir deutsche Sozialdemokraten bekennen uns in dieser geschichtlichen Stunde feierlich zu den Grundsätzen der Menschlichkeit, der Gerechtigkeit, der Freiheit und des Sozialismus. Kein Ermächtigungsgesetz gibt Ihnen die Macht, Ideen, die ewig und unzerstörbar sind, zu vernichten. Sie selbst haben sich ja zum Sozialismus bekannt. Das Sozialistengesetz hat die Sozialdemokratie nicht vernichtet. So, das war jetzt Ende. Aber es wird noch interessanter. Wiederhol mal, wer das gesagt hat und wann das gewesen. Wer das gesagt hat, kann ich jetzt nochmal sagen. Und zwar Otto Wels im Reichstag. Es war eine der einzigen Gegenstimmen,
Und ich sage euch dann noch was dazu. Da ging es um den Beschluss, das Ermächtigungsgesetz durchzusetzen. Und ich lese euch dann noch was dazu. Es war einer der wenigen Mutigen. Und die Sozialdemokraten haben da mit ihren 90 Stimmen nicht mitgemacht. Aber hört euch das an. Hitler brauchte eine Zweidrittelmehrheit für sein Ermächtigungsgesetz. Alleine hätte er es niemals durchbringen können. Die NSDAP hatte in den Wahlen, die nur wenige Tage zuvor erfolgten, lediglich 44% der Stimmen erhalten und das reichte bei weitem nicht aus, um das Ermächtigungsgesetz durchzubringen. Es waren die Parlamentarier selbst, die aus unterschiedlichsten Gründen für Hitlers Ermächtigungsgesetz gestimmt haben. Von den damals 538 anwesenden Abgeordneten haben 444 mit Ja gestimmt. Das waren gut 83% der anwesenden Abgeordneten. Sie waren es, die sich damals mitschuldig gemacht haben an den millionenfachen Mord und dem Elend, welches durch die KZs und die Kriege danach entstanden ist. Sie hätten die ganzen Gräueltaten, die selbst über das Jahr 1945 hinaus erfolgten, mit einem einfachen Nein verhindern können. Und das, meine Lieben und Damen und wie auch immer, das ist jederzeit wieder möglich. Es ist jederzeit wieder möglich, dass unsere Volksvertreter zustimmen, um uns für eine neue mögliche Diktatur vorzubereiten. Und ich werde euch dazu noch ein paar andere Sachen vorlesen, auch. Ja, komme ich noch darauf. So wurde also die Lüge zur Wahrheit gemacht, die Bedrohung des deutschen Volkes zum Schutze der Bevölkerung in eine Diktatur umgewandelt. Daher mein Appell an alle aufrichtigen Politiker im Land, sagt Nein zu jedem Versuch, ein wie auch immer geartetes Ermächtigungsgesetz, welches bereits schon 1933 nur zum Schutze der Bevölkerung erlassen wurde, wieder einführen zu wollen. Das, was da Merkel versucht, ist eins zu eins der Versuch, über eine weitere Novelle des solchen Ermächtigungsgesetzes die noch verbliebenen Freiheitsrechte unserer Bürger einzukassieren. Wolfgang Kubicki, FDP, sagte dazu vor wenigen Tagen, das Kanzleramt überschreite Verfassungsgrenzen. Einerseits erklärt die Merkel-Regierung, dass die Corona-Todeszahlen zur Festlegung einer Pandemiestärke nicht ausreicht. Andererseits sollen Inzidenzwerte ausreichen, um Eingriffe in die Bürgerrechte vorzunehmen. Kubicki wörtlich. Eine solche Denkweise kannte ich bisher nur aus autoritären Staaten. So kommentiert er das aktuelle Vorgehen der Merkel-Regierung bei der Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Kubicki hat letzte Woche die Bundesregierung gefragt, ob sie ihre Berechnung der Corona-Todeszahlen nach der Methode anderer Staaten anzupassen gedenkt. Aus der Antwort der Bundesregierung geht hervor, dass sie selbst die Corona-Fallzahlen als Messlage für untauglich erklärt, um den Schweregrad einer Pandemie zu bemessen, doch gleichzeitig setzt sie selbst auf die volle Aussagekraft der Inzidenzwerte. Das heißt, die Tote sind für uns nicht maßgebend, für uns sind die positiv gemessenen maßgebend. Dazu Wolfgang Kubicki, mit dieser Antwort erklärt die Bundesregierung ihren eigenen Verfassungsentwurf für verfassungswidrig, wenn der zentrale Referenzpunkt für großflächige Grundrechtseingriffe als nicht tauglich angesehen werden kann, dürfen die Eingriffe nicht vorgenommen werden. Aber dazu
gibt es noch eine ganz andere interessante Rede. Die stammt aus dem Jahr 2011. Und die hat einer gesprochen, der ist zu oft, zu auffällig, damals in den Medien als Außenminister in den Dreck gezogen worden. Er ist verstorben an Krebs und er hat noch viele, viele tolle Sachen gesagt, auch später, wenn er wieder schwer krank war. Und er hat auch eine Rede gehalten. Und die war aus dem Jahr 2011, 5. Mai, habe ich im Kopf, steht zwar nicht hier drauf, sollte aber, auf einem Bundesparteitag, er war ja Vorsitzender. Und er sagte, halt, ich muss jetzt eins rübergehen, Jetzt weiß ich auch warum, ich bin da um einige Seiten verrutscht. Ich habe jetzt entschieden, das vorzuziehen. Da haben wir es. Meine Damen und Herren, natürlich leben wir in Deutschland nicht in Zeiten, wo eine Freiheitsbedrohung von Gewalt ausginge, sondern sie kommt anders daher. Die Freiheitsbedrohung in Deutschland, sie kommt nicht mit Gewalt und lauter daher, sondern sie kommt sehr leise daher. Sie kommt mit allerlei Begründungen daher. Die oftmals auch gut gemeinten Begründungen, zum Beispiel, wenn es um Bürgerrechte geht. In Zeiten, wo wir alle Sorge haben wegen Terrorgefahr und wo wir alle natürlich auch alles tun müssen für unsere Bürgerinnen und Bürger und dass sie unversehrt ein glückliches Leben führen können. In solchen Zeiten kommen dann Parteien her und Politiker und sagen, das ist die Zeit, wo man wieder einmal günstig Bürgerrechte, die uns sowieso ein wenig immer stören, scheibchenweise reduzieren kann. Freiheit stirbt immer zentimeterweise. Und jetzt eine Anmerkung von mir. Schaut euch um, seht euer Leben. Und die Antwort ist gegeben. Also, ich wiederhole nochmal, er schreibt. Freiheit stirbt immer zentimeterweise, hat einmal Karl Hermann Flach formuliert. Und die Freiheit stirbt nicht durch Politiker, stirbt nicht dadurch, dass man Bürgerrechte und Freiheitsrechte von der Politik wegen einschränken will, sondern dann wird es gefährlich für die Freiheit, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihr eigenes Immunsystem vergessen, dass sie wappnen muss gegen jede Freiheitsbedrohung. Und für mich ist es das Entscheidende, selbstverständlich unserer Partei, dass wir eben sagen, für uns kommt zuerst der Bürger, erst dann der Staat. Andere Parteien vertrauen zuerst dem Staat und vertrauen erst dann dem Bürger. Man kann mit dem Vorwand, man schaffe Sicherheit, jedes Bürgerrecht in Zweifel ziehen. Wir haben jetzt diesen Zeitpunkt. Wir haben diesen Zeitpunkt, wo Merkel mehr Sicherheit für uns schaffen will. Wir haben jetzt den Zeitpunkt, wo weitere Freiheitsrechte eingeschränkt werden, um Sicherheit zu schaffen. Wir haben Zustände, wo es langsam in Richtung 1933 geht. Und alles nur zum Schutze für unsere Bevölkerung. Man kann, spricht er weiter, man kann mit dem Vorwand, die Sicherheit brauche das, jede gesetzliche Verschärfung beschließen. Wir wehren das ab, wo wir können. In der Bundesregierung, im Parlament. Aber meine Damen und Herren, wir brauchen auch die Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen auch selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger, die sich den Satz nicht gefallen lassen. Wer nichts zu verbergen hat, soll sich doch gefälligst nichts beklagen. Nein, wir wollen ein Volk von selbstbewussten Staatsbürgern und nicht von Staatskunden, nicht von Untertanen, die Bürgerrechte verteidigen zu allen Zeiten, in der Vergangenheit und auch in der Zukunft.
meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist das, was er gesagt hat. Und das ist heute wahrer als je zuvor. Und er hat es gewusst und er hat es geahnt, dass es so kommen wird. Es ist, was wir erleben, hat alleine nichts mit Corona zu tun. Es ist früher losgegangen und es ist dieses scheibchenweise Wegschneiden der Freiheitsrechte, das weitergehen wird und immer weiter. Und das nur am Laufen und am Leben gehalten werden kann, in dem Angst und Polizeigewalt daran, Menschen daran hindert, sich wieder bewusst zu werden, dass sie freie Bürger sind und dass die Freiheit kein Geschenk ist von irgendeiner Regierung, sondern die Freiheit viele Millionen Menschenleben gekostet hat. Und wir jetzt dabei sind, das einfach wegzuwerfen, diese Menschen in KZs, die in Gefängnissen zugrunde elendig gefoltert wurden, getötet wurden, denen ihre Mut, denen ihre Kraft, denen ihre, wir werfen es einfach weg. Wir werfen es einfach weg, wie wenn das alles nur sinnlos gewesen wäre. Aber gehen wir mal zur Merkel ihrer Rede bezüglich ihrer neuen Novelle ein, was sie da sagt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hat in ihrer heutigen Kabinettssitzung den Entwurf eines vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite beschlossen. Merkt ihr etwas? Merkt ihr etwas? Das ist eine Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes und diese Ergänzung ist nach meiner Überzeugung ein ebenso wichtiger wie auch dringender Beschluss darüber, wie es in der Corona-Pandemie weitergehen soll. Merkt ihr das? Ich möchte das so. Es ist mein Entschluss, das so zu tun. Diese Ergänzung heißt es auf den wichtigsten Nenner gebracht. Wir setzen die Notbremse bundesweit um. Was, und jetzt muss ich jetzt dazu sagen, was ist die Notbremse? Man kann, hier möchte ich mal ganz kurz mal ausführen, man kann jetzt viel diskutieren. Man kann sagen, was ist wahr, was ist gelogen, was ist überzogen. Wer sich mit der Politik länger beschäftigt, der weiß, dass in der Regel alles das überzogen ist, was der Politik hilft, an der Macht zu bleiben. Es gibt unendlich viele Beispiele, hier möchte ich doch mal in einem Punkt ein wenig ausholen, nur an einem simplen Beispiel, Leute, und das ist euch wahrscheinlich fast allen nicht bewusst. Ich will euch hier mal, war jetzt nicht vorgeplant, habe ich jetzt so entschieden, einmal die Todesrate pro Million Einwohner von einigen Ländern vorlesen. Und ich sage auch dann warum. Wenn ich jetzt die drei Länder nehme, Taiwan, Vietnam und China, haben die ungefähr zwischen 1 und 3 Tote auf 1 Million Einwohner, 1 bis 3 Tote auf 1 Million Einwohner in ihrem Land. Diese drei Länder, übrigens auch China, hat nur in einer kleinen Provinz, in Wuhan, dort unten, einen Lockdown gemacht. In Rest Chinas niemals. Taiwan hat keine gemacht, Vietnam hat keine gemacht. Als nächstes folgt grob Japan. Japan hat auch keinen Lockdown gemacht, hat aber schon 75 Tote pro 1 Million Einwohner seit der Pandemie zu verzeichnen. Deutschland hat einen strengen und langen Lockdown gemacht, hat aber bereits schon 953 Tote zu verzeichnen seit der Pandemie, auf 1 Million Einwohner umgerechnet. Schweden hat keinen Lockdown gemacht, hat bis jetzt aktuell 1.335 Tote zu verzeichnen. Großbritannien
hat einen sehr großen Lockdown gemacht, einen sehr harten Lockdown, hat 1.907 Tote pro 1 Million Einwohner zu verzeichnen. Belgien hat 2.057 Tote pro 1 Million Einwohner zu verzeichnen und das bei einem strengen, sehr strengen Lockdown. Was heißt es? Das heißt, egal was wir gemacht hätten, wir wären selbst bei einem Nicht-Lockdown nicht zugrunde gegangen. Und wir hätten vielleicht auch nur minimal größere Zahlen. Es gibt noch eine ganze Menge Zahlen, die ich hier gar nicht aufführen will. Aber ich will euch damit noch eins sagen. Diese weltweite Pandemie ist eine Pandemie in Europa, Teilen Amerikas. Sie ist keine Pandemie in Afrika und sie ist auch keine Pandemie in Asien. Auch nicht in Australien. Das ist alles schon Geschichte. Die haben Inzidenzwerte von teilweise 1 bis 7 bis 15. Ihr könnt euch das alles nachschauen, da gibt es eine Google-Seite und da könnt ihr in jedes Land reingucken, da könnt ihr die Toten sehen und so weiter. Und deswegen gehe ich jetzt wieder zurück zur Merkels Rede. Und sie schrieb ja, die Bundesregierung hat in ihrer heutigen Kabinettssitzung den Entwurf eines 4. Gesetzes zum Schutze der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite beschlossen. Es ist, also wie schon gesagt, das wollte ich euch auch noch sagen. Wir haben keine Übersterblichkeit 2020, auch wenn es jetzt da Verlautbarungen gibt, das wäre nicht ganz so. Wir haben übrigens de facto eine Untersterblichkeit im März von, das ist Statistik, also Statistisches Bundesamt, im März von 11%. Wir haben aber auch wieder eine Übersterblichkeit in den Monaten Januar und Februar. Aber insgesamt haben wir in den 3 Monaten, das ist natürlich immer sehr kurz, haben wir im Vergleich zu den, man muss immer, sorry, habe ich vergessen, das gilt für die Vergleiche 2017, 2018, 2019, 2020. In den Jahren haben wir im Vergleich in den ersten Quartal knapp 1% liegen wir über dem Durchschnitt. Und die Tendenz geht nach unten. Das heißt also, bis jetzt kann man nirgendwo eine Übersterblichkeit erkennen. Aber zurück. Zur Merkels Rede. Das ist eine Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes und diese Ergänzung ist nach meiner Überzeugung ein ebenso wichtiger wie auch dringender Beschluss darüber, wie es in der Corona-Pandemie weitergehen soll, sagt sie. Diese Ergänzung heißt auf den wichtigsten Nenner gebracht, wir setzen die Notbremse bundesweit um. Also wer wir ist, weiß ich nicht. Normalerweise müsste wir heißen das Parlament. Muss es aber nicht. Wo die Inzidenz über 100 liegt, sollten künftig bundesweit einheitliche Regelungen gelten. Jetzt muss ich euch doch einmal ganz ehrlich fragen, Leute. Wer kann sich noch so weit zurückerinnern, wie das letzten November war? Wie das geheißen hat, oh, wir liegen bei 200, wir müssen einen kleinen Lockdown und dann nochmal einen schärferen 14. Dezember machen. Seitdem sind wir aus dem Lockdown nicht draußen. Und wo liegen heute unsere Inzidenzen? Sie liegen genau dort, wo sie vor 5 Monaten gelegen waren. Meint ihr nicht auch, dass das der Moment ist, wo man sagen muss, liebe Regierung, lasst euch einmal was Vernünftiges einfallen. Nicht noch immer härter und immer schlimmerer für unsere Wirtschaft. Wisst ihr überhaupt, was jetzt die Bundesregierung uns mit dieser Pandemie für Schulden aufgehängt hat? Ich glaube, ich habe die Zahlen noch im Kopf. Wir haben einen Bundeshaushalt von 440 Milliarden Euro. Die Schulden belaufen sich jetzt bereits auf 650 Milliarden Euro. Man überlegt schon, dass man die in 20 Jahren nicht zurückzahlen kann. Wer will die Strecken auf 40 Jahre? Eure Kinder und Kindeskinder werden an dem Mist noch zu beißen haben. Und das muss man sich überlegen, diese Regierung, und das ist wirklich so, baut eine Katastrophe nach der anderen und setzt dann immer noch einen oben drauf. Und ich frage mich sowieso, ob es nochmal Wahlen gibt in diesem Land. Wenn dieses Gesetz durchgeht,
ist es vorbei, dann ist der Anfang vom Ende dieser Demokratie ganz sicher eingeläutet. Aber zurück zu Ihrer Rede. Sie sagte, wir setzen die Notbremse bundesweit um, wo die Inzidenz über 100 liegt, sollen zukünftig bundeseinheitliche Regelungen gelten. Die Notbremse ist dann nicht mehr Auslegungssache. Das heißt, ihr Länder, Regionen, habt nichts mehr zu sagen. Also, ich wiederhole nochmal, die Notbremse ist dann nicht mehr Auslegungssache, sondern sie greift automatisch. Immer dann, wenn jemand sagt, wir brauchen die Entscheidungen vor Ort nicht, wir machen es zentral, ist es das Kennzeichen einer Diktatur. Die Unklarheiten, was in dem einen oder anderen Landkreis wann gilt und was wann nicht gilt, sind dann vorbei. Alle marschieren im Gleichschritt, ergänze ich jetzt dazu. Dort, wo die Zahl der Infektion stabil unterhalb der Inzidenz von 100 liegt, sind es weiterhin die Länder, die in ihrer Verordnung über Einschränkungen genauso wie über Lockerungen entscheiden. Die bundeseinheitlich geltende Notbremse ist überfällig, denn auch wenn es schwerfällt, das auch heute wieder zu hören, die Lage ist ernst und wir alle müssen sie auch ernst nehmen. Ja, das sollten wir wirklich. Wir sollten die Lage unserer Politiker ernst nehmen und wir sollten das ernst nehmen, was diese Politik mit uns macht, mit unserem Land, mit unseren Kindern, die jetzt in den Schnelltestmodus reinlaufen sollen, nachdem sie schon Maskenpflicht, Abstand und ja, einen zweiten Unterricht machen, also getrennten Unterricht machen. Und wer sich mit den Schnelltests auseinandergesetzt hat, der weiß, dass in den Substanzen, in denen dann dieses Röhrchen, das die Kinder ja selber in ihre Nase stecken müssen und dort wieder eindunken müssen, dass das hochtoxisch ist und Sondermüll ist und giftig ist und verätzend sein kann. Das kriegen unsere Kinder mit 8, 6, 7, 10 Jahren, 12 Jahren, 14 Jahren als Cocktail 2 bis 3 Mal die Woche, je nachdem, wann der Unterricht im Wechsel stattfindet. Und wir stehen da und schauen zu, wie diese Regierung, und hier muss ich die Landesregierung angreifen, wie sie dieses mit unseren Kindern veranlasst, ohne Skrupel, ohne Rücksicht, ohne Anstand und Würde. Weiter zu Merkel. Die dritte Welle der Pandemie hat unser Land fest im Griff. Das sagen die täglichen Infektionszahlen. Das Robert-Koch-Institut, das sagt die Entwicklung des R-Wertes und das sagen vor allem Zahlen der belegten Intensivbetten. Okay. Also, sie sagt der R-Wert. Der R-Wert liegt knapp über 1. Es hat immer geheißen, unter 1 ist alles gut. Dann die Zahlen der Intensivbetten. Wir haben gegenwärtig in Bayern, und ich kriege die jeden Tag, ich habe jetzt zwar eine draufgeschaut, aber vor 2 Tagen, 3 Tagen, lagen wir bei etwa 20%. Wir haben 20% haben wir an Intensivbetten belegt, der verfügbaren, die Covid-19 positiv sind. Also die liegen jetzt nicht unbedingt wegen Covid dort, die liegen dort wegen allen möglichen Sachen. Und viele werden es zu Covid-Patienten, weil jeder, der in Krankenhaus kommt, kriegt automatisch einen Covid-Test und dann stellt sich plötzlich raus, ja, sie haben irgendwelche Schnipsel drinnen. Und damit sind sie natürlich Covid-Patienten. Und die Belegung der Intensivbetten ist keineswegs dramatisch. Und sie war auch nicht dramatisch in der Zeit, wo es wirklich eng war, im Dezember und im Januar. Deshalb auch zum Beispiel von der Ethikkommission ein Herr erzählt und viele andere Ärzte, die auch gesagt haben, das war nicht so. Und übrigens, bloß zu eurer Information, es waren damals knapp 25% aller Betten belegt mit oder an Covid-Erkrankten.
heute sind es 20. Damals waren es ungefähr 900 in der Spitzenzeit, heute liegt es um die 600, 650, irgendwas in der Größenordnung. Die letzten zwei, drei Zahlen habe ich nicht gesehen. Alles andere als dramatisch. Nicht schön, nicht, wo man sich erfreuen kann, nicht, wo man stolz drauf sein kann, aber nichts, wo man eine Dramatik draus fabrizieren kann. Und die Inzidenzen, ein weiterer Punkt. Die Inzidenzen sind gefallen, nachdem die Bundesregierung von ihren 1,5 Millionen wöchentlichen Tests runtergegangen ist auf 1 Million. Und das hat sie auch einige Wochen lang gemacht. Und jetzt ist sie wieder rauf auf diese 1,5 Millionen. Wenn ihr jetzt nur die positiven Rate nehmt von 4-5%, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viel das bei 100.000 Tests nach oben schnellt. Das sind 10.000, das sind 20.000, 30.000, die sofort in der Woche mehr da sind. Und das mit einem einfachen Trick, einfach mehr Tests. Und hier will ich noch gar nicht einmal von den Tests sprechen, die hochgradig fehlerhaft sind, und zwar von den Schnelltests. Das ist auch unbestritten von allen Wissenschaftlern. Ihr könnt es aber auch in den normalen Medien nachlesen, wenn ihr euch hinsetzt und schaut mal ein bisschen die kritischen Berichte an. Das alles, dieser Mix ist diese Katastrophe, die unser Land jetzt im Griff hat. Das ist die tödliche Gefahr, die jetzt nur ausgehebelt werden kann, wenn wir noch mehr Freiheitsrechte und den Föderalismus in diesem Land scheibchenweise aufgeben, zugunsten einer Zentralregierung, die wie 33 dann irgendwann einmal vielleicht sogar die Möglichkeit hat, alles zu entscheiden über alles, was unser Leben ausmacht. Weiter sagt Merkel: Ich habe von Beginn an immer gesagt, wenn wir warten würden, bis alle Intensivbetten belegt sind, dann wäre es zu spät. Eine unglaublich, unglaubliche Aussage. Weil dahinter steckt nämlich genau das. Hätten wir nicht gehandelt, wären wir schon längst alle zugrunde gegangen. Es gibt viele Untersuchungen, wissenschaftliche Belege, die sogar sagen, dass wir vieles gemacht haben, was nichts genützt hat, aber auch unsere, nichts anderes als unsere Gesundheit auf der anderen Seite und unsere Wirtschaft zerstört hat. Und vielleicht für manche, die sich da noch nie schlau darüber gemacht hat, die WHO hat vor einigen Wochen gewarnt, Lockdowns zu machen. Sie hat gesagt, Lockdowns sind das letzte Mittel und es sollte nur kurzfristig sein, um die Ressourcen für die Gesundheit nach oben zu bringen, um sie vorzubereiten, damit, wenn dann heftigere Ansteckungswellen kommen, dass das Gesundheitssystem nicht überfordert ist. Die haben gesagt, deswegen auf jeden Fall nur kurzfristig, weil es die Wirtschaft gnadenlos zerstört, wenn es Stück für Stück weitergeführt wird. Man kann nicht anders, außer davon auszugehen, dass Merkel genau dies möchte. Man kann es einfach nicht mehr anders sagen, wenn man sich das anschaut. Es gibt einfach keine plausible Erklärung mehr dafür. Wenn 0,1% aller Menschen sich draußen anstecken, das sind Tatsachen, Fakten, und darüber hinaus noch Masken tragen, wieso dürfen wir denn in den Biergarten gehen? Wieso müssen die um 9 Uhr zu Hause sein? Und viele, viele, viele andere Fragen, auf die es keine vernünftige Antwort gibt, außer die Angst. Angst zu machen, Druck zu machen. Weiter, sagt sie, das dürfen wir nicht zulassen. Und wir dürfen auch die Hilferufe der Intensivmediziner nicht überhören. Ich meine, ich habe einen Einzelfall, ich will jetzt gar nicht Details sagen, ich könnte einiges sagen, aber lass mal weg. Wir dürfen die Ärzte, Pfleger, die seit über einem Jahr in den Krankenhäusern alles geben, um sich gegen die erste und gegen die zweite und auch gegen die dritte Welle zu stemmen,
in dieser Herkulesaufgabe nicht alleine lassen. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen, wir müssen ihnen helfen. Das ist die Krönung. 20 Krankenhäuser letztes Jahr geschlossen. 20. Viele kleine Krankenhäuser. Wir haben Personal, medizinisches Personal entlassen. Die Krankenhäuser heute, die sind in so einer katastrophalen Zustand. Es war nämlich so, 2017 als Vergleichszahl, waren 40%, hatten 40% der Krankenhäuser rote Zahlen geschrieben. Heute sind es 2/3. Wir müssen anfangen, Personal zu sparen und nicht nur das. Wir haben auch umgerechnet 5000 Intensivbetten abgebaut im Jahr 2020. Das sind keine Fake News. Das liegt natürlich auch daran, dass wir nicht einmal mehr das Personal haben, das Pflegebetten, Intensivbetten richtig betreuen kann. Das liegt auch daran, dass die Pflegekräfte seit Jahren ins Ausland abwandern, weil die Zustände hier katastrophal sind, die Bezahlung katastrophal ist. Und das ist auch Fakt, dass es niemanden von der Regierung wirklich interessiert hat, außer große Sprüche. Die hatten über ein Jahr Zeit und haben nichts gemacht, außer das zu wiederholen, das sie bereits im März gesagt haben, und zwar letztes Jahr. Weiter sagt sie, denn ohne unsere Unterstützung, die Unterstützung vom Staat, Politiker und allen Bürgerinnen und Bürgern, könnten sie den Kampf gegen das Virus auch mit bester medizinischer Kunst und dem aufopferungsvollen Einsatz nicht gewinnen. Sie brauchen uns. Weiter sagt sie, damit das besser wird, damit wir die dritte Welle bremsen, damit wir sie brechen, damit wir sie umkehren, reichen die bisherigen Bund-Länder-Beratungen alleine nicht mehr aus, sondern muss unsere Pandemiebekämpfung stringenter, konsequenter werden. Wir müssen die dritte Welle der Pandemie bremsen und den rapiden Anstieg der Infektion stoppen. Ich habe heute ein Gespräch gehabt mit einem Kassierer, der kennt mich schon seit längerem. Und ja, habe ich gesagt, und wie läuft es, sagt er, gut, sage ich, naja, es ist so, wenn man ein paar Mal gestorben ist, hat man irgendwann keine Lust mehr hinzuhören. Das heißt, irgendwann geht der Regierung die Luft aus. Irgendwann wird so offenkundig, dass alle ihre Maßnahmen nichts anderes als den Schaden vergrößert haben, den wir jetzt schon haben. Deswegen, weil sich nie die Frage gestellt haben, niemals die Frage gestellt haben, was können wir besser machen oder was können wir von anderen lernen. Ich habe euch vorhin die Zahlen in Asien gezeigt. Man hat nie Studien gemacht, man hat nie versucht, wirklich daran zu denken, was können wir besser machen, was können wir anders machen, damit wir mit der Situation einfach besser zurande kommen. Sondern der eine Weg geht in Richtung Diktatur, in Richtung Angst, Einschüchterung, Einsperren, Klappe halten. Die dritte Welle, muss ich auch dazu sagen, da gab es ja diese schöne Virus B117, dieses England-Virus oder Virus Großbritannien-Virus. Habt ihr euch schon mal die Gedanken gemacht, warum die Briten nicht gestorben sind, nicht ausgestorben sind? Die leben ja noch alle. Die hatten übrigens keine dritte Welle. Von denen kam es übrigens. Und jetzt, nachdem er erst 2 Monate, 3 Monate in Panik geschoben hat, hat man festgestellt, dass das Ding gar nicht so gefährlich ist. Es ist minimal, die Todesrate ist, glaube ich, 4 zu 1000 oder halt mich jetzt fest, ich habe die Zahl jetzt in so im Kopf. Sie ist nur minimal höher als das Covid-19 vormutierte Virus. Es ist bestenfalls höher ansteckend. Aber was ist eigentlich Ansteckung und was ist Krankheit? Das ist eine gute Frage. Früher, wenn jemand zum Arzt gegangen ist,
ist an meinem Arzt gesessen und der Arzt hat ihn gefragt, was haben Sie denn? Und wenn Sie dem dann erzählt hätten, ja eigentlich habe ich nichts. Aber ich bin mir sicher, ich bin asymptotisch. Der hätte gefragt, was meinst du mit asymptotisch? Asymptotisch, ein Gesunder, der erkrankt ist. Dann hätte er sie zum Psychiater geschickt. Heute weiß er, was sie wollen und sie kriegen ihren Test und alles weitere, was sie dazu brauchen, um nachweisen zu können, dass sie erkrankt sind. Wir sind alle asymptotisch, die normal durch das Leben gehen, kein Husten, kein Schnupfen haben. Wir alle sind krank, per Definition der Bundesregierung. Anders kann man es nicht mehr sehen. Denn wir alle müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, um andere vor unserer Erkrankung zu schützen. Es ist unabhängig davon, ob die anderen das überhaupt wollen. Diese Freiheit haben die anderen nicht mehr. Sonst hätten wir ja plötzlich nicht mehr die Pflicht. Aber weiter zu dem Thema von Merkels Rede. Also nochmal, ich wiederhole, wir müssen die dritte Welle der Pandemie bremsen und den rapiden Anstieg der Infektion stoppen, sagt sie. Außerdem verstehen die Bürgerinnen und Bürger regional unterschiedlich sehr wohl, aber sie erwarten Nachvollziehbarkeit und Klarheit. Also hier hat sie recht. Hier hat sie absolut recht. Und die, die das sagt, ist dafür verantwortlich, dass genau das nicht geschieht. Und zwar in den ganzen Handeln, in den ganzen Verhalten. Weiter sagt sie, deshalb bin ich überzeugt, ist es im Wortsinne notwendig, unsere Zusammenarbeit auf neue Füße zu stellen. Das heißt, ihr Länder kriegt jetzt Handschellen und Fußfesseln. Genau, schreibt sie weiter oder spricht sie weiter, genau das geschieht mit dem heute eingeleiteten Gesetzesgebungsverfahren. Ich, schreibt sie, bin sehr bewusst, dass es harte Einschränkungen sind, die das neue Infektionsschutzgesetz besonders für Kreise oberhalb der Inzidenz von 100 vorsieht. Kontaktbeschränkungen, Schließungen von Geschäften, Kultur- und Sporteinrichtungen, nachträglich nächtliche Ausgangssperrungen, alle diese Maßnahmen, im Übrigen auch ein heute beschlossenes verpflichtendes Testangebot der Arbeitgeber für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dienen einem einzigen Ziel, dem Ziel, unser Land aus der Phase der stetig steigenden Infektionszahlen, des sich füllenden Intensivstationen und der bestürzend hohen Zahl der Corona-Toten herauszuführen. Unglaublich, kann ich doch bloß sagen. Wir haben es ja schon einmal geschafft, durch konsequentes Handeln die Zahl der Ansteckungen wieder auf ein kontrollierbares Maß zu reduzieren. Die hat Nerven, die Frau. Das war letztes Jahr im April, Mai. An der Zeit, wo die Zahlen runtergegangen sind, hat sie ihren Lockdown draufgesetzt. Und der hat eigentlich nur das gemacht, was er sowieso machen sollte. Er hat seiner Natur folgend halt einfach an Kraft verloren. Wir sind jetzt auch kurz wieder vor so einem Zusammenhang. Wir sind auch wieder kurz davor, das muss man wirklich sagen, diese Kraft zu verlieren. Weil, und da gibt es keinen Zweifel, Coronaviren sind Grippeviren. Und Grippe folgt wie die Coronaviren bestimmten saisonalen Effekten. Und sie drehen immer dann auf, wenn die dunkle Jahreszeit ist, verstärkt auf und sinken dann ab, wenn es hell, sonnig, viel UV-Strahlung gibt. Auf diesen Effekt könnte man hoffen, hofft sie. Ihr müsst euch auch eins im Klaren sein. Diese Regierung hat wahnsinnige Angst. Wahnsinnige Angst, dass die Menschen aufwachen, noch vor den Wahlen. Und feststellen, was sie für einen Scherbenhaufen hinterlassen hat.
Der Scherbenhaufen geht aber auch weiter zurück. Der liegt schon weiter zurück als 2020. Weiter, sagt sie. Eines hilft uns dabei natürlich enorm. Während wir uns noch einmal auf die Entbehrungen und Freiheitsbeschränkungen einstellen, läuft ja die Impfkampagne und sie läuft jeden Tag besser. Tag für Tag werden Hunderttausende mit dem besten Schutz gegen die Krankheit versehen. Und hier muss ich sagen, Fake News geht nicht schlimmer. Momentan diskutieren Sie, wie Sie die Zweitimpfung mit AstraZeneca an jungen Leuten machen sollen. Weil AstraZeneca nicht mehr an jüngere Leute unter 60, vorher war es nicht an ältere Leute über 60, verimpft werden soll. Jetzt zu der Ethikrat überlegen, ob er nicht einfach dann mit was anderem, mit Pfizer, BioNTech oder was auch immer impft. Die WHO hat da vorher schon im Vornherein gesagt, das soll nicht geschehen. Wir wissen nicht, was da rauskommt. Aber es spielt alles keine Rolle. Aber nicht nur das, sondern auch der neue Impfstoff Johnson & Johnson zeigt genau die gleichen Nebenwirkungen wie eben AstraZeneca. Und der soll jetzt nach Deutschland kommen. Die Amerikaner haben das jetzt eben festgestellt seit einigen Tagen. In der New York Times steht es drinnen. Und das sind nur die Anfänge. Und jetzt noch eine Frage zum Mitdenken. Gibt es einen einzigen Nachweis, dass Länder, die viel geimpft sind, auch tatsächlich besser geschützt wurden? Nein. Hat die WHO, hat auch nochmal, das muss ich euch auch dazu sagen, ist immer sehr schön, vor 6 Wochen, glaube ich, eine Nachricht losgeschickt nach Europa, wenn man so will. Und sie hat gesagt, der Impfausweis, der Impfpass ist keine gute Idee. Der Impfpass ist deswegen keine gute Idee, weil er einerseits die Gesellschaften spaltet. Das ist richtig. Und zweitens auch den Menschen ein Gefühl gibt, dass sie mit der zweiten Impfung bereits safe werden, sicher werden vor dem Coronavirus. Und das ist nicht der Fall. Das wird von niemandem mehr bestritten. Das heißt, eure Impfung, wer sie auch immer nimmt, ist nur auf Zeit. Sie ersetzt nur auf Zeit, ganz kurzfristig, in einer Art und Weise, die vorher noch nie getestet wurde mit einem Impfstoff, unser Immunsystem. Wir wissen nicht, was daraufhin folgt. Und es müssen nach einer bestimmten Zeit, wie bei jeder regulären Grippeimpfung, auch nachgeimpft werden. Die Menschen müssen also mindestens 2-mal pro Jahr zur Impfung. Ohne die Garantie zu haben, dass der Virus sie nicht angreift, ohne die Garantie zu haben, dass sie nicht andere befällt. Und wenn eine Merkel sagt, die ganze Welt muss geimpft werden, bevor die Pandemie beendet ist, und das hat sie wortwörtlich im Öffentlich-Rechtlichen gesagt, dann kann sie das mit der Pfeife rauchen. Ich glaube nicht, dass sie das durchsetzen wird in Asien und in vielen anderen Ländern. Und da gibt es Pläne dazu, über 7 großen Fabriken weltweit 20 bis 30 Milliarden Impfungen pro Jahr herzustellen, die dann über die öffentlichen Gelder der Regierungen, der reichen Regierungen, das heißt unsere Regierungen, so wie wir ja jetzt schon die CO2-Steuer kennen, dann finanziert werden. Und es sind dann die Großen, die sich die Taschen mit Geld vollstopfen. Dieser Impfstoff ist Hunderte von Milliarden wert. Dieses Einführen einer solchen Zwangsimpfung 2-mal im Jahr ist die Maschine zum Gelddrucken. Die absolute Maschine zum Gelddrucken. Und bezahlt wird sie von den Steuergeldern. So wie wir heute Steuern für unsere Luft bezahlen müssen. Aber gehen wir zurück. Das zum Thema Impfen. Weiter sagt sie, seitdem die Hausärzte einbezogen sind, auch die Betriebsärzte werden noch hinzukommen, gehen wir dem Licht am Ende dieses Tunnels
mit immer größeren Schritten entgegen. Daher möchte ich auch heute den Bürgerinnen und Bürgern für ihre Geduld, ihre Einsicht, ihre Fürsorge für andere und dafür, dass unser ganzes Land auch nach dieser langen Zeit gut durch die Krise kommt, danken. Wo ist das Applaus? Sie sagt, letzter Satz dazu, wir werden den heutigen Beschluss nun den Fraktionen von CDU, CSU und SPD als sogenannte Formulierungshilfe zur Verfügung stellen. Ich danke auch den Kollegen und Kollegen der Opposition für ihre kritisch-konstruktive Mitarbeit und freue mich auf gute und zügige Beratung im Deutschen Bundestag, damit wir uns dieses wichtige Gesetz sehr bald schon helfen kann, die Pandemie zu besiegen. Sie wäre die erste übrigens. Herzlichen Dank, sagt sie. Das ist Manipulation. Das ist Demokratie in Scheibchenweise filetieren, aufschneiden, bis nur noch ein Gerüst übrig bleibt. Und auf dem Gerüst steht Diktatur. Genau dahin läuft es. Und ich hoffe, ich habe noch irgendwo, weil ich alles durcheinander geschmissen habe. Sehr geehrte Politiker in diesem Land, seit dem ersten Lockdown im Mai 2020 ist eine außerparlamentarische Opposition im Lande entstanden, die viele Millionen Menschen umfassen, das tut sie wirklich, auch wenn nicht hier alle auf der Straße stehen, Leute. Keine noch so starke Repression kann diese Bewegung zurückdrängen. So wenig, wie man die ausgedrückte Zahncreme wieder zurück in die Tube bekommt. Diese weitere Novelle des Infektionsschutzgesetzes, Paragraph 28a, soll die Gewaltenteilung in unserem Lande aushebeln und unsere föderalen Strukturen im Lande zerschlagen. So soll zukünftig verhindert werden, dass regionale Gerichte, Politiker und Verwaltungen Entscheidungen zugunsten der Menschen vor Ort treffen dürfen. Wir, die hier Versammelten sind und auch die vielen anderen, die jetzt gerade bei vielen hundert gleichzeitig ablaufenden Demonstrationen im ganzen Land versammelt sind, fordern, dass die Verfassung vollends wiederhergestellt wird. Wir unsere Grundrechte nicht als ein Geschenk einer totalitären Politikerin verstehen. Wir sind Millionen in diesem Land und wir werden mehr und mehr. Es wird eine Nach-Corona-Zeit geben und es werden dann auch die Schuldigen benannt und hoffentlich auch rechtskräftig verurteilt. Das jedenfalls hoffen viele Millionen und wir werden dafür auch zukünftig auf die Straße gehen. Und damit sage ich Danke. So, jetzt muss ich mal eine Pause. Guten Tag, ich heiße Leila, Leila Sunshine. Ich habe ein bisschen mit Mount Rumen jetzt gespielt. Es ist ein bisschen schamanische Zeiten jetzt, weil alles so wie im Nebel, nicht so klar. Heißt Send me an angel, sende mir ein Engel.
nicht Angela Merkel, sondern richtige Engel für den Retten. Wise men said, just hold this way to the dawn of the light. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. This thing. Thank you.
Das ist ein keltisches Lied und es ist in gallischer Sprache teilweise. Und das, in dem Refrain man singt, dass ich gehe mit Frieden. Und ich gehe zu Frieden auch. Nach Frieden. Und sie suchen nach Frieden. Shul, shul, shula, shula, sakira, shula, pyun, shula, dora, seiro, is the chair to my warrior's love. I wish I rode the yonder hill. Is there I'd sit and cry my guilt, but every tear would turn a mule. Is the chair to my warrior's love. Shul, shul, shula, shula, sakira, shula, pyuna, shula, dora, seiro. Is the chair to my warrior's love. I'll sell my rope, I'll sell my reel, I'll sell my only spinning wheel, and buy my lover's sword of steel. Is the chair to my warrior's love. Shul, shul, shularu, shula, sakira, shula, kyu, shula, dora, seiro. Is the chair to my warrior's love. I wish, I wish, I wish in vain. I wish I had my heart again. And vainly think I'd not complain. Is the chair to my warrior's love. Shul, shul, shularum, shula, sakira, shula, kyu, shula, dora, seirum. Is the chair to my warrior's love. Shul, shul, shularum, shula, sakira, shula, kyu, shula, dora, seirum. Is the chair to my warrior's love. I wish my love would return from France, its fame and fortune buried once. To meet again, it will be by chance. Is the chair to my warrior's love. Shul, shul, shularum, shula, sakira, shula, shula, dora, seirum. Is the chair to my warrior's love. Walk with peace. Ich wollte auch ein paar Wörter sagen. Das ist wirklich so, was ich überlebe jetzt. Ich bin fröhlich. Ich lache und ich positive Mensch, aber ich habe 5 Kinder und die mittlere Sohn jetzt in einer Wohngruppe und die haben Quarantäne jetzt und jetzt ist schon 20. Tage, das ist jetzt schon zweite Quarantäne, weil die alle Jugendliche einfach weiter positiv getestet sind und dann die sind alle sitzen in eigenen Zimmern und die sind Jugendliche und die sind jetzt voll wie bei Psychiatrie, es schaut jetzt. Und das ist so schwierig für mich, mit ihm telefonieren und hören, wie er wohnt ohne Freiheit diese 20 Tage. Und wie psychisch stört er mit diesen ganzen Sachen. Er ist 17, aber das ist so echt schwer für mein Herz. Deswegen bin ich da und stehe mit den Leuten einfach. Zeigen meinen Protest und ich möchte was verändern. Und zusammen, we can do magic. Vielleicht nächste Zeit, nicht dieses Mal, andere Möglichkeiten.
Lied singe ich jetzt. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. Entschuldige, das ist zu nah zu meinem Herz gekommen. Mit diesem Lied auch. Was alles passiert jetzt, das ist echt so brutal. Ich kann nicht einfach sehen, wie mein Kind leidet, wegen all dieser dummen Gesetz. Das ist ein Hoffnungslied und ich hoffe, dass wir einfach unsere Flügel ausbreiten und fliegen nach oben und unsere Gefühle nach oben abliften mit positiven Gedanken und stark bleiben, weil wir müssen stark bleiben. Ansonsten geht es alles spontan und brutal, ja, und schlecht. Wir müssen stark bleiben und zusammen bleiben. Über die Heide mit ersten morgendlichen Schein ziehen die Vögel, wo mögen sie für morgen sein? Ich folge dem Rauschen, das Schwingen und das stille Moor. Uralte Lieder dringen aus den Nebeln vor. Komm,
kannst. Lass uns die Himmel jagen im Tanz. Komm und fliege mit uns vor. Lass den Wind dich tragen weit fort von diesem Ort. Komm und flieg, so gut du kannst. Lass uns die Himmel jagen im Tanz. Streifen meine Haut so kühl, weiter und weiter, wo find ich meine Sehnsucht ziel? Ich schließe die Augen und mir spießt eine federte Kleid. Schon spür ich den Wind und mache meine Flügel weit. Komm und fliege mit uns vor. Lass den Wind dich tragen, weit fort von diesem Ort. Komm und flieg, so hoch du kannst. Lass uns die Himmel jagen im Tanz. Komm und fliege mit uns vor. Lass den Wind dich tragen, weit fort von diesem Ort. Komm und flieg, so hoch du kannst. Lass uns die Himmel jagen im Tanz. Stammt nicht bei meiner freien Wille, sondern ist genommen bei Jugendamt von mir und deswegen weine ich. Und ich kann ihn nicht sehen wegen dieser Quarantäne und vielleicht kann ich ihn noch länger nicht sehen. Noch ein bekanntes Lied über die besseren Zeiten, dass wir mindestens könnten uns vorstellen, dass es besser ist. Und wir hoffen, dass es besser ist. Jede Sekunde, dass es besser wird. Living for today.
imagine there is no countries. Who knows the words? Please sing with me. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion. Dass der Hoffnung gibt, dass jemand noch mit uns hier steht, mehr und mehr Leute, und dann der Welt wird eins, oder dann der Welt wird geheilt oder eins. Ja. Dann machst du noch ein Lied und dann machen wir Schluss, okay. Ist gut, weil es wird sich dann immer. Such dir noch eins raus. Kommst du zurecht, alles gut. Ja, es ist kalt, ich singe jetzt den letzten Lied und dann machen wir Schluss. Das ist einfach schöne Lied. Für die schöne Laune und für schöne Gefühle. Yellow, gold, silver, emerald, gonna grow in my lover's yard. I'd rather have moonflowers, purple foxgloves, one kiss from you tonight. Oh, please don't go, chasing waterfalls, chasing waterfalls, oh, rainbow hopes. Oh, tell me how beautiful, how
beautiful is the morning light, 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 morning light, 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 morning light, 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 morning light. Then he puts diamonds, sprinkles, don't feel my lonely heart. Wanna be golden lily on the riverbank, put sunflowers in my hand. Oh, please don't go chasing waterfalls, chasing waterfalls, oh, rainbow hopes. Oh, tell me how beautiful is the rainbow light. Oh, please don't go chasing waterfalls, chasing waterfalls, oh, rainbow hopes. Oh, tell me how beautiful is the rainbow light, 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 rainbow light, 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 rainbow light, 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 rainbow light. Rainbow light, es wird ein Tag. Rainbow light, dieser Virus auch braucht heute Chaos. Deswegen, ich hoffe, dass es wird eine leichtere Version des Virus. Und dass bald haben wir alle diese leichtere Version und dass dann einfach ist Schluss. Und dann alles vorbei. Ja, Rainbow Light, Light, und alles vorbei, Light. Rainbow Light, 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 Rainbow Light. Oh, please don't go chasing waterfalls, chasing waterfalls, oh, rainbow hopes. Oh, please don't go chasing waterfalls, chasing waterfalls, oh, rainbow hopes. Just tell me how beautiful is the rainbow light. Just tell me how beautiful is the rainbow und es ist immer wieder am Samstags von 3 bis 5 und ich komme auch zum Singen und Ralf spricht viele wichtige Informationen für Frieden, für Freiheit. Wir sind zusammen. Dankeschön für alle. Neue Stöpsel? Genau. Oh. So. Ich frage mich bloß, warum es immer noch so saukalt ist. Übrigens, für manche, das war heute die 103. Veranstaltung, die wir gemacht haben. Also 103. Und ja, wir werden auch weitermachen. Wir sind natürlich auch nächste Woche wieder von der Lorenzkirche, aber erst ab Dienstag, Montag diesmal nicht, weil da schon eine andere Veranstaltung ist und später dann nach 19 Uhr oder 19.15 Uhr wollte ich nicht noch anfangen, weil dann wird es einfach zu spät. Und dann habe ich gesagt, dann lasse ich den Dienstag, den ich sonst immer ausfallen lasse, nämlich den dafür für den ausgefallenen Montag. Also am Dienstag geht es wieder los und jetzt habe ich das nächste Problemchen. Was ist? Spenden. Ja, Uhrzeit. Ja, wissen wir es auch noch. Ach ja, noch etwas. Wir haben hier eine kleine Spendenbox. Wir sind immer dankbar für jemanden, der ein bisschen was reinwirft. Und davon kriegt auch unsere Musikerin ihre Fahrtkosten. Die sind nämlich auch nicht unerheblich. Und wer da was reinwerfen will, und selbst wenn es bloß 50 Cent sind, da auf dem Tisch, ich wäre dafür dankbar. Und damit werden auch noch andere Dinge finanziert, von Flyer bis zu weiß der Teufel was und Visitenkarten. Und wir brauchen ja diese Aufsteller und so weiter. Mikrofon geht mal kaputt, das geht kaputt. Ist immer ganz gut, wenn da mal jemand ein bisschen was reinwirft. Also Spendenaufruf noch einmal. Also, hiermit, ja,
sage ich 20 Minuten zu früh, aber immerhin sage ich, beende ich die Veranstaltung und hoffe, dass ich euch wieder sehe, dann am kommenden Dienstag vor der Lorenzkirche. Das wird, ich habe noch nicht einmal die Zeit im Kopf, weil die Zeiten sich immer ändern. Das müsste so um 17.30 Uhr oder um 18 Uhr sein. Das habe ich leider nicht mehr im Kopf. Da muss ich jetzt erst einmal alles durchschauen, muss einen Flyer noch machen. Und das tue ich heute, spätestens morgen ist das im Netz. Also alle, die sich hier auskennen, finden da ja auch dann die genauen Hinweise für die nächste Woche. Also dann, schön, dass ihr da wart und Dankeschön für alles. Tschüss! So.